Wir werden hier diese komplizierte Gleichung mit diesem Taschenrechner lösen. Diese Polynomfunktion x hoch 2, die ist hier durch diese Parabel grafisch dargestellt. Und diese Exponentialfunktion 2 hoch x, die ist hier durch diese rote Kurve dargestellt. Beide Graphen schneiden sich in drei Punkten, a, b und c. Die Abszissen von diesen drei Punkten, das sind die Lösungen dieser Gleichung. Die Abszisse von A scheint 4 zu sein, die Abszisse von B scheint 2 zu sein, aber die Abszisse von C, die können wir nicht so genau ablesen, das scheint so ungefähr 0,8 zu sein. Wir werden diese drei Lösungen der Gleichung mit diesem Taschenrechner bestimmen können. Dazu gehen wir wie folgt vor. Zuerst geben wir die Gleichung ein. Also beginnen wir mit x, Tipp, im Quadrat, Tipp, jetzt gleich. Dazu brauchen wir aber nicht diese Taste, denn das ist eigentlich die Enter-Taste. Wenn man darauf tippt, dann bestätigt das nur eine Eingabe oder man erhält dadurch eine Antwort. Wir brauchen hier dieses Ist-Zeichen, das in Rot dargestellt ist. Rot bedeutet, wir müssen zuerst auf Alpha, Rot, tippen. Tipp. Jetzt noch auf die Kalktaste, um das Ist-Zeichen zu erhalten. Tipp. Jetzt haben wir das Ist-Zeichen im Display. Jetzt geben wir noch 2 hoch x ein. Also 2, Tipp. Dann die Hochtaste, Tipp. Und als Exponenten geben wir x ein. Tipp. Der Taschenrechner soll jetzt diese Gleichung lösen. Dazu brauchen wir die Funktion SOLVE, löse. Die steht in Gelb da. Für Gelb brauchen wir die Shift-Taste, Gelb, also tippe ich drauf. Tipp. Und jetzt wieder auf die Kalktaste, um lösen zu erhalten. Tipp. Das ist noch nicht die Lösung, sondern Casio bietet hier an, die Lösung in der Nähe von 4 zu suchen. Die Idee ist gut, denn in der Nähe von 4 scheint ja eine Lösung zu sein. Vielleicht ist die Abszisse von dem Punkt gar nicht genau 4. Vielleicht ist es 3,98. Wir bestätigen diese Idee mit Enter und Casio sagt, es ist nicht 3,98, es ist x gleich 4. Und die Ungenauigkeit, also nach links und nach rechts, die beträgt 0. Das ist optimal. Eine Ungenauigkeit von 0 bedeutet, dass diese Lösung genau ist. Jetzt suchen wir die zweite Lösung. Da scheint ja 2 zu sein. Also sagen wir dem Taschenrechner nochmal, löse diese Gleichung. Gelb Shift, Tipp. Dann Kalk für Solve. Tipp, dieses Mal aber nicht in der Nähe von 4, sondern in der Nähe von 2. Ich tippe auf 2. Tipp. Und jetzt tippen wir auf Enter, um die Lösung in der Nähe von 2 zu erhalten. Tipp. Und Casio sagt, die Lösung ist 2 mit einer optimalen Ungenauigkeit von 0. Das heißt, die Lösung ist genau 2. Übrigens, für die Lösungen 2 und 4 hätte man das sehr schnell hier überprüfen können. Schauen wir für 2, wir ersetzen x durch 2. 2 hoch 2 macht 4 und 2 hoch 2 macht auch 4. 2 erfüllt also diese Gleichung. Jetzt schauen wir für 4. 4 im Quadrat macht 16 und 2 hoch 4 macht auch 16. Das sind also zwei Lösungen. Jetzt die dritte. Die ist so schwierig herauszufinden. Also sagen wir dem Taschenrechner jetzt nochmal, löse nochmal diese Gleichung. Dieses Mal aber nicht in der Nähe von 2, sondern wir schlagen hier vor, in der Nähe von minus 1. Deshalb tippen wir minus 1, bestätigen unsere Eingabe. Und jetzt tippen wir nochmal auf Enter, um die Lösung zu erhalten. Tipp.
Die dritte Lösung ist also minus 0,766 und so weiter. Und das mit einer Ungenauigkeit nach links und rechts von 0. Was bedeutet, diese Antwort ist sehr genau. Falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es gerne liken. Und wenn ihr mehr Lust auf Mathe habt oder mehr erfahren wollt über den Umgang mit diesem Taschenrechner, könnt ihr gerne auf meinen YouTube-Kanal stöbern oder ihn vielleicht sogar abonnieren. Ich freue mich über jeden Klick, über jeden Like und natürlich auch über jeden Abonnenten.